Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka. Weiter geht es mit den Bsadi. Die Sonne des bsadischen Heimatsystems, sie brennt noch. Und die Probleme mit den Mods sind behoben, glücklicherweise. Liebe Leute, also zum einen hat es deswegen extrem lange gedauert, aber dieser Kanal hat jetzt auch die längste Pause, die er bisher hatte, hinter sich. Fast 6 Wochen lang gab es nur sehr wenig Content. An anderer Stelle werde ich dazu etwas mehr sagen, aber grundsätzlich hatte ich sehr viel Arbeit und auch ein kleines Motivationsloch, muss ich gestehen. Ich probiere das natürlich weiterhin sein zu lassen, aber ich muss einfach gucken, wie ich diesen Kanal mit einem trotzdem vollen Privatleben verbinde, denn das sollte nicht leiden. Irgendwann war es ein bisschen suchtgefährdet und jetzt müssen wir weiter gucken. So, wir schauen uns um bei den Bsadi. Wir müssen uns mal einen Überblick verschaffen und ich habe mir schon einen Überblick verschafft, so ist das nicht. Wir haben unser größtes Problem, das wissen wir, die Bavir Restorers. Ein gefallenes Reich, das sich erweckt hat und hier einfach durch die Gegend fliegt und alles zerstört. Jetzt gerade sind sie dabei, bei der Hierarchie auf Julau ordentlich aufzuräumen. Und ich habe, um ehrlich zu sein, schon mal reingespielt, um einmal zu gucken, wie das so aussieht, wenn wir da jetzt reinfliegen würden. Das habe ich jetzt kurz gemacht, um selber ein bisschen auch überhaupt wieder reinzukommen und so weiter. Also, es ist natürlich so, dass wir es schaffen würden, so eine Flotte. Also, die haben hier Flotten rumstehen. Wo sind die Großen? Da. 270.000. Ja. Und dann ist da noch eine zweite mit 90.000 so. Ansonsten sehen wir jetzt keine Riesenflotten. Hier ist noch eine 65.000er. So sieht's aus. Aber die Sache ist die, wenn wir alles zusammentun, was wir haben, noch ein bisschen bauen und so weiter, dann würden wir es durchaus schaffen, mal so eine 270.000er vielleicht aufzureiben. Aber die Jungs hier produzieren innerhalb von wenigen Jahren gleich nochmal 2, 3 so eine Flotten. Und deshalb haben wir da keine Chance. Es hat mir jemand von euch vor Ewigkeiten mal geschrieben, wir brauchen unbedingt mehr Forschung und sowieso sind unsere Schiffe viel zu unterschiedlich und so weiter. Also das mit den unterschiedlichen Schiffen, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, das finde ich immer so ein bisschen langweilig, dann nur eine Schiffsklasse irgendwie zu benutzen. Ist vielleicht spieltechnisch sinnvoll, aber ich glaube irgendwie, ich weiß es nicht, ich mag das nicht so, dann nur mit Laser Waffen durch die Gegend zu fliegen. Das finde ich auch so unrealistisch irgendwie. Aber gut, wir sind auch im Science-Fiction, ne? Aber gut. Ich habe jetzt schon mal Folgendes gemacht. Ich habe schon mal auf den Planeten ein bisschen gebaut, überall die Forschung nochmal ordentlich verbessert, auch dann dementsprechend ein bisschen Zivilindustrie dazu gepackt, damit sich das ein bisschen ausgleicht, weil das verbrauchen wir ja für die Forschung. Das wird also durchaus schon mal einen bestimmten Effekt haben in der nahen Zukunft. Dann schaue ich jetzt nochmal auf die Kuratoren. Und da werden wir uns natürlich nochmal die Forschung mit dazu kaufen. Kostet uns 5.000 und Forschungsgeschwindigkeit plus 10. Das machen wir jetzt auch nochmal. Ich gucke jetzt nochmal, ob wir noch eine zweite Kuratorenrunde haben. Aber das sieht nicht so aus. Also das Gemeine ist ja, schaut euch das mal an hier, ne? Relative Militärstärke mit allen anderen. Unterlegen, 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 unterlegen. Erbärmlich, erbärmlich, erbärmlich. Also wir sind deutlich stärker als alles andere, was hier als Nation in der Gegend rumfliegt. Nur eben die Bavir Restorers sind eindeutig riesig überlegen. Und leider wissen wir ja, dass wir auf unsere Föderation jetzt nicht so richtig bauen können. Wenn wir mit denen zusammen in den Krieg gehen, also zum einen sind die nicht wahnsinnig stark und zum anderen lassen sie ihre Flotten auch immer zu Hause oder schicken sie irgendwo hin, wo sie nun gar nicht Sinn machen. Da haben wir die noch rumstehen, aber ich glaube, der Krieg ist ja schon vorbei. Die holen wir auch nochmal zurück hier. Achso, die sind schon auf dem Weg. Und deswegen muss man ja am Ende doch wieder alles alleine machen und das ist irgendwie schwierig. Die galaktische Gemeinschaft, da habe ich auch nochmal reingeguckt, ob es irgendwo eine Möglichkeit gibt, einen Beschluss hier zu machen. Aber wir können die nicht denunzieren, wir können auch nicht sagen, Moment, irgendwo gab es noch was.
Verteidigung und Krieg, Regeln des Krieges. Ich glaube, bei der gegenseitigen Verteidigung gibt es noch eine Möglichkeit. Wir müssen mal kurz schauen. Das breite Schild, das ist ja alles schon aktiv. Diplomatische Bedeutung. Aber ja, nee, es bringt uns alles nichts gegen den gemeinsamen Feind sozusagen. Da sind die Militärsanktionen mit dabei. Nein, gibt es alles nicht. Das ist sehr schade. Aber ich glaube, die müssen irgendwie einen bestimmten Status erstmal bekommen, bevor wir sie als Riesengegner sozusagen angehen können. Ich lasse schon mal nicht sehr schnell bitte auf normal weiterlaufen. Und wir schauen uns noch ein bisschen um. Also wir können... Ich gucke noch mal ganz kurz in den Schiffsdesigner. Also wir haben eigentlich... Wir können uns ja mal fokussieren, denke ich, auf Laserwaffen ein bisschen mehr ab jetzt. Das heißt, wir könnten in diesen Teilen, wo wir sonst jetzt Gauss-Geschütze drin haben, Laser einbauen. Das machen wir aber dann, wenn wir forschungsmäßig, oh, wir haben Konsumgüter schon jetzt zu wenig, na gut, wenn wir forschungsmäßig, wo ist es? Da ist es. Momentan machen wir hier schon Schaden Energiewaffen, dann bleiben wir mal insgesamt bei Energiewaffen, Schilden und Panzerungen. Zumindest vorrangig und gucken mal, ob wir das noch weiter nach oben gepusht kriegen. So, Planeten, wie gesagt, habe ich schon ein bisschen gemacht. Das Spiel zuckelt nach wie vor, aber das kennen wir ja schon. Hier ist ordentlich was im Bau, wie man sieht. Ich denke, dass wir da nochmal, dass wir bei den Konsumgütern wahrscheinlich nochmal ein bisschen nachbessern müssen, aber das gucken wir dann, wenn das alles fertig ist. Auf Isviria wird auch weiterhin noch ein Titan, Schlachtschiffe, Kreuzer, Zerstörer etc. gebaut. Das ist alles hier oben. Und wir können noch mal gucken. Wir haben jetzt 220er-Möglichkeiten. Wir können ja schon mal ein paar Flotten auch zusammenziehen. Zwei sind hier, die schon auf 220 sind. Die könnten wir... Naja, wo packen wir die hin, dass die trotzdem... Was haben wir hier noch? 13.300... Dass die trotzdem nicht zu viel, dass die angedockt bleiben. Das wollte ich gerne, damit wir nicht zu viel bezahlen müssen. Wir könnten allerdings auch mal gucken. Moment, hier sind noch zwei andere. Einmal zwei Korvetten. Ja gut, die können wir da schon mal dazu packen. Auch wenn das jetzt zwei Korvetten sind, jetzt nicht so der Bringer. So, dann haben wir jetzt endlich mal eine Forschung neu und zwei Erlasse sind abgelaufen. Ambitionen für wissenschaftliche Revolution und vielseitige Akquirierung. Da müsst ihr mal gucken. War das wissenschaftliche Revolution? Ja. Und vielseitige Akquirierung, das sind die Mineralien, die damit richtig krass zu Boden gehen. Aber das können wir uns locker leisten. Einigkeit brauchen wir, können wir ansonsten nicht mehr. Wir haben da alles. Insofern können wir das direkt wieder starten hier. Und die wissenschaftliche Revolution auch nochmal Forschungsgeschwindigkeit plus 20%. Das machen wir auch. Wir haben noch 388.000. Wir haben also eindeutig die Möglichkeit, da noch mehr zu tun, falls wir das bräuchten. Was haben wir hier noch? Flottenkapazität, Unterhalt können wir runtersetzen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Monatlicher Einfluss brauchen wir jetzt gerade nicht. Herzverstand. Regierungsethik brauchen wir eigentlich gerade auch nicht. Sternbasen verbessern und Verteidigungskrieg, ja gut. Heimterritorium, Feuergeschwindigkeit, sollten wir angegriffen werden, wäre das super. Ich wollte mich ja auch eigentlich darauf fokussieren, eigentlich ein bisschen friedlicher zu werden, aber jetzt haben wir diese riesen Bedrohung hier. Es hört einfach nicht auf. So, was können wir beim Sozial... Wir könnten nochmal das Befehlslimit der Flotte erhöhen. Verwaltungslimit brauchen wir gerade keins mehr. Lebensdauer der Anführer, Leben der Armeen. Ich glaube, dass sich das meiste in der Luft abspielen wird. Sternbasen brauchen wir auch nicht mehr. Machen wir das Befehlslimit der Flotte nochmal nach oben. Ich denke, dass die Armeen... Oder könnten wir ja mal gucken, vielleicht, wenn wir einen Blick haben auf so einen... Auf einen Planeten, aber ich glaube, wir haben hier keinen Einblick auf die Planeten. Der Bavir Restorers. Schauen aber mal. Keine Armeen. Also, nichts Großartiges. Ja, die Frage ist, ich glaube, sobald wir einmal den Krieg erklären, kommen wir da halt nicht wieder raus. Ne? Ich würde jetzt gerne so eine Art Guerillakrieg machen und sagen, okay, wir holen den, wir nehmen den schon mal einen ganzen Haufen wieder ab und dann verzwirbeln wir uns wieder.
Aber das ist, ist glaube ich, nicht möglich. Ich glaube, die werden nie wieder Frieden mit uns schließen, wenn wir das, sollten wir das tun. So. Mit dem deutlichen Rückgang der Kriminalität auf Nardex. Okay, ist die Ordnung wiederhergestellt. Das ist doch schön. Ich wollte gucken, wo wir noch... Haben wir in Ostlippe auf der Station? Ist, glaube ich, keine Dockingstation, ne? Doch. Auch hier gibt es Besatzungsquartiere. Wir könnten auch hier noch weitere Ankerplätze anbasteln. Das machen wir mal. Das Logistikbüro ist hier auch schon. Ja, was anderes brauchen wir gerade nicht. Dass wir einfach weiter produzieren und produzieren. Wenn die in Ostlippe... Ach nee, wo stehen sie denn jetzt gerade alle? Hier in Kormassa stehen sie alle, ne? Dass wir dann... So, jetzt haben wir schon wieder mehr Platz. Ein bisschen mehr Platz zumindest. Hier fliegen die Korvetten, die Piraten... Patrouillen. Auf Damux Frontier gibt es wieder Arbeitslosigkeit. Da gucken wir mal kurz hin. Wie gesagt, ich habe eigentlich eine ganze Menge gemacht. Aber nicht überall. Und hier, naja, sind 9 Leute arbeitslos. Und wir haben überhaupt nichts, was wir ihnen anbieten können. Wir können das verbessern. Zivilindustrie können wir gebrauchen. Genau, und ich schicke jetzt, beziehungsweise wir gucken mal, ob wir diese kleine Piratenflotte noch so aufteilen, dass die auch nochmal jeweils 10 da reinbekommen. Aber es ist wirklich eng. Man kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich, das sind schon 10 Punkte dann. 2? Nee, achso, jeweils einer. Vielleicht lassen wir hier mal 5 oder sowas fliegen. Na, jetzt will er nicht mehr transferieren. Machen wir nochmal. Bitte einmal, obwohl 5, dann brauchen wir es ja nur halbieren. So, und dann lassen wir die Patrouille fliegen, lassen wir in Ruhe und die anderen beiden fliegen mal nach Kormassa rüber. Kommt die auch noch, werden die auch noch in die Flotte mit eingefügt. Die kleinen Dinger. Hier haben wir noch 28 durch Schlachtschiffe und so weiter. Die können wir mal darüber schicken. Die könnten wir dann da auch noch mit reinbringen. Machst du das jetzt? Jawohl. Sintomoroi und Belmarcosa Consciousness haben sich zum Rivalen erklärt und hier gibt es nochmal eine Rivalität. Also ich könnte das auch schneller stellen, aber es wird... Ja doch, jetzt gerade wird es sogar schneller. Ich wollte gerade sagen, es wird eh nicht schneller, insofern macht das nichts. Also, falls ihr mehr Ideen habt oder vielleicht noch eine gute Idee, wie wir irgendwas gegen die Bavir Restorers machen können, dann schreibt es mir gerne. Ich weiß nicht, ob der Rat ist wahrscheinlich genauso wie ich dann dementsprechend in den Winterschlaf gegangen. Energiewaffen plus 5 ist schön. Machen wir nochmal Schaden, oder? Oder Feuerrate? Ja, erhöhen wir mal die Feuerrate, machen wir das mal abwechselnd. Also der Rat wird wahrscheinlich im Winterschlaf sein. Wie gesagt, vielleicht habt ihr euch auch alle schon zur Ruhe gesetzt, was dieses Let's Play hier angeht. Ich hoffe nicht. Vielleicht hat jemand eine Idee. Außer dem, was ich jetzt schon mache. Also Forschungspunkte sollten jetzt schon einige mehr da sein. Hier wird... hier Tetlas Palace ist das, wo der Computer teilweise selbst was baut, scheinbar. Da ist noch ein Forschungssegment auf der Habitable Section. Ja, denn ansonsten weiß ich nicht, was ich tun sollte, außer Forschung und Militär. Es gibt da nicht so viele Möglichkeiten. Kinetikwaffen können wir natürlich auch noch verbessern. Da wir nichts Besseres haben, sollten wir das tun. Explosivwaffen haben wir deutlich weniger. Gehen wir mal auf den Schaden erstmal. Ansonsten wird unsere Föderation in nicht allzu ferner Zukunft die 5. Stufe erreichen. Leider gibt uns das immer Schaden an Fraktionen der Endgame-Krisen. Da gibt es eine Erhöhung. Jedes Mal mit jeder Stufe plus 25% hier. Also mit Stufe 4 und Stufe 5. Das ist schön, aber es hilft uns überhaupt nichts gegen diese Bavir Restorers. Leider hilft uns das nichts. So, jetzt hängt er wieder.
So, wie viel haben wir da eigentlich? 218, also 412. Vielleicht können wir hier auch nochmal. Die sind auch auf Patrouille hier. Komm, dann teilt euch doch auch bitte noch einmal auf. Die Patrouille fliegt schön weiter und die anderen fliegen mal nach Esviria. Wissenschaftler über Wissenschaftler. Esviria hat wahrscheinlich, bauen sie jetzt nichts mehr, oder? Warte mal, ich mache mal die ganzen Planeten hier nochmal, die ganzen Sektoren nochmal weg. Ein Schlachtschiff wird hier noch gebaut. Also wir könnten noch ein bisschen was dazu packen. Ich meine, sobald wir mit den ganzen Fliegern losfliegen, haben wir natürlich mordsmäßige Kosten, die wir dann da irgendwie aushebeln müssen. Aber wir machen das mal trotzdem. Titaner haben wir das Maximum jetzt erreicht. Komm, wir bauen einfach noch Schlachtschiffe, 3 Stück. Und dann schauen wir mal weiter. Was haben wir da jetzt? Starbreaker, Shard und Lance Armstrong. Wir haben noch eine Artillerieklasse. Die packen wir da auch noch mit rein. Ach, und Battle Bavir haben wir ja extra gemacht. Warte mal. Nehmen wir natürlich die. Solange wir noch von den Teilen haben. Naniten, 176 haben wir, aber so viel kosten die nicht, die Dinger. Das ist okay. Avalam Station ist nicht mit dem Handelsnetzwerk verbunden. Ist das ein Problem für uns? Wahrscheinlich schon, ne? Wollen wir das mal machen? Kann ja nicht schaden. Und hier auch darüber. Beschaffung von Alien-Exemplaren. Jetzt kommen sie damit. Das ist so eine Aufgabe, die kenne ich ganz am Anfang vom Spiel. Der Direktor des Museums für Exobiologie auf Habsat hat uns gebeten, ihm mehrere lebendige Alien-Exemplare zu beschaffen. Diese Kreaturen wurden auf erkundeten, bewohnbaren Welten gesichtet, sind aber schwer einzufangen. Dazu wären für einen längeren Zeitraum sämtliche Ressourcen eines Forschungsschiffs notwendig. Wir werden die Exemplare auf jeden Fall besorgen, wenn wir das irgendwie können. Das bringt uns sowieso mal zur Möglichkeit, hier nochmal reinzuschauen. Die Wächter, das haben wir noch nicht gemacht. Oder ist da einer? Der hat hier keine Befehle. Ist das zu fassen? Da ist keiner drauf. Aber wir haben doch ganz viele. Na gut, wir haben ja auch noch einen Belshiris Doll. Wo ist denn, warum ist denn der nicht unterwegs? Wartet mal ganz kurz. Das ist ja ein Forschungsgeschwindigkeit plus 10 Typ. Warum ist der nicht in der Technologie mit drin? Und warum haben wir schon wieder eine Technologie und haben es nicht mitgekriegt? Moment. Wir haben das Befehlslimit der Flotte nochmal um 10 erhöht. Dann schauen wir doch mal. Entweder Flottenkapazität, Lebensdauer, Anführer. Ja, dann machen wir mal die Lebensdauer nach oben nochmal. Dass unsere Meister das alles schaffen. Hier haben wir einen plus 10er, da haben wir einen plus 5er. Hier haben wir einen, der ist zwar Psionika, damit plus 10, aber ich glaube nur plus 10 bei psionischen Geschichten, oder? Positronischen, nee, der kriegt hier plus 10 sowieso. Dann müssten wir den hier austauschen, Balloon on Frost mit dem. Denn der sollte statt plus 5% dann plus 10% haben, beziehungsweise so sogar plus 15% durch einfallsreich und wahnsinnig. Sehr gut. Dann kommt hier aufs Schiff der andere, Heinzel. Wie heißt er? Wo ist er? Da, Balloon on Frost. Wahnsinnig ist er schon. Der soll hier die Geschichte machen, die Ausgrabung. Ah, da scheint aber jemand Ausgrabung zu machen. Was war denn hier nochmal? Irgendwas muss hier gewesen sein oder hier sein. Wissenschaftsoffizier Block Stelfrost wird vermisst. Benötigt Wissenschaftler zur Ausgrabung. Was war denn da nochmal? Irgendwas muss da ja gewesen sein. Sonst würde ja hier irgendwas passieren. Das will jetzt irgendwie nicht. Wir können da die Forschung unterstützen. Das ist jetzt eigentlich nicht der Plan. Die sollen eigentlich bei der Ausgrabungsstätte helfen, aber irgendwas geht da nicht mehr scheinbar. Okay, wo war ich eigentlich? Genau, im Situationsprotokoll Beschaffung der Alien-Exemplare. Eingesammelt 0 und wir können es auch nicht sehen.
Oh, liebe Leute, also so ganz hundertprozentig funktioniert das hier, glaube ich, doch nicht. Also, normalerweise kann man sich das jetzt angucken, wo diese Exemplare sind und die dann einsammeln. Also irgendwas ist hier nicht ganz heile. Ich würde sagen, wir spielen noch ein bisschen weiter auf jeden Fall, aber das ist ja richtig doof hier. Ansonsten müssten wir ein neues Stellaris Let's Play machen, aber da nochmal von vorne an. Fangen wäre ja ungünstig und jetzt gibt's einen Krieg. Das ist doch nicht zu fassen. Trackpotion Council, nee, die Belmarcosa Consciousness möchten die Imari Sakrosant League erobern. Muss das jetzt sein? Hier wollt ihr jetzt hin, ja? Ich bin dagegen, liebe Freunde. Ich meine, die Imari Sakrosant League, die sind uns freundlich gegenüber. Wir haben da, glaube ich, sogar einen Diplomaten da. Ach, verflixt nochmal. Vielleicht können wir jetzt schon. Aber, naja, können wir vielleicht bei den Gesetzen sagen, dass wir jetzt alleine entscheiden hier? Bin ich nicht gerade... Ich bin gerade Präsident, ja. Kriegserklärung. Muss einstimmig sein. Ah, wunderbar. Wenn es einstimmig sein muss, dann ist es kein Problem. Ich bin nämlich dagegen. Wir werden damit Nein stimmen. Ich will jetzt hier keinen Krieg mit denen vom Zaun brechen. Architektonische Renaissance, das war die Baugeschwindigkeit für Megastrukturen. Und Planetar plus 100%. Ja, wir können das mal trotzdem wieder anstellen, weil schadet ja nicht. Und das haben wir. Genug Einigkeit, um das zu machen. Ja, was wir nicht haben, ist ein guter Plan für den Rest der Welt. Aber das macht mir jetzt wieder Sorgen, dass das hier mit den Alien-Exemplaren nicht geht. Das ist ja auch viel, ist hier auch so leicht verschoben, muss man sagen. Und dass hier das auch nicht mehr funktioniert, weiß ich auch nicht, ob das so soll. Ich glaube, da war irgendjemand dabei, also irgendwas ist hier doch mit den Mods etc. nicht so ganz richtig. Also ich habe es nochmal neu installiert, ich habe es dann nochmal runtergepackt auf die 7.2, 272 oder was wir hatten, oder 278, was ist das? Und eine Mod ausgeschaltet und dann funktionierte das Ganze. Feuerrate Energiewaffe plus 5. Dann machen wir jetzt wieder den Schaden der Energiewaffen plus 5. Wir machen da einfach weiter. Ja, genau. Also so, ja. Ah, wenn das jetzt nicht funktioniert, Mann. Das ist nicht gut. Das macht ja keinen Spaß, darauf hinzuarbeiten, dass man dann irgendwann nicht mehr weiterspielen kann. Aber gut, Brangaki. Auf Brangaki gibt es eine Verbrechenswelle. Schauen wir mal drauf, ob wir da was tun können. Hier sind sowieso zwei Sachen kaputt. Die können wir mal abreißen, die kosten nur Geld. Die Verbrechenswelle könnte natürlich auch daher kommen, dass wir hier haufenweise Leute haben, die unerwünscht sind und die wir gerade umbringen. Insofern ist das schon in Ordnung, dass die gerade ein bisschen sauer sind. Das werden wir nicht ändern können. Wir haben hier eine Festung draufstehen. Drei Psar, die sind mittlerweile da. Warum haben wir da keinen Anführer? Haben wir eine... Auf Quarik gibt es noch keinen Anführer. Dann werden wir das mal machen. Wir haben sogar noch einen frei. Okay, es gibt weniger Minen auf weniger Mineralien auf Habsat und auf Tetlas Place. Da weiß ich, baue ich eigentlich gerade einiges. Da sollte eigentlich das Ganze, wo ist das, unter Tetlas Palace, da. Da habe ich doch einiges gebaut, oder? Na, scheinbar nicht. Da ist kein Platz. Achso, da habe ich nur Luxusresidenzen gebaut. Oder sowas in der Richtung. Der interdimensionale Handel wird wieder besser. Ja, mehr Platz. Genau, da war auch kein Platz mehr. Deswegen habe ich da so eine Dinger gebaut. Aber das Problem ist jetzt die Arbeitslosigkeit. Vielleicht können wir ein paar Leute umsiedeln. Haben wir da Roboter drauf? Ich glaube nicht, ne? Haufenweise Leute. Doch, auch Roboter. Gut, dann bringen wir die mal auf unsere Ringwelt. Dip, dip, dip. Da ist die Ringwelt. Bringen wir sie mal nach D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
So, vielleicht erstmal. Ja, jetzt sind es nur noch zwei. Na gut, dann bringen wir die letzten auch noch darüber. Was soll das? Eins, zwei. Das sind dann, waren dann schon vier, richtig? Ah, nee, da. Drei. Dann bringen wir sie alle weg. Hoffen wir mal, dass da jetzt wieder zwei Arbeitsplätze sind wieder da. Wunderbar. Und hier stand, glaube ich, so eine Roboterfabrik. Die haben wir jetzt umgebaut. Gut. Innovation. Schadenkinetikwaffen plus 5. Wunderbar. Dann wollen wir Mineralien könnten wir erhöhen. Explosivwaffen, Feuerrate, Kinetikwaffen. Machen wir damit mal weiter. Dass das auch nochmal verbessert wird. Tja, liebe Leute. Also. Ich bin wieder da. Sicherlich nicht mit 4 Folgen am Tag. Aber dazu, wie gesagt, in einem anderen Video mehr. Und ich freue mich auf Hinweise, Kommentare und alles andere. Denn jetzt müssen wir uns wirklich was überlegen, wie das hier funktionieren soll. Mit diesen Bavir Restorers. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich verspreche zumindest, es werden nicht wieder 4 Wochen. Bis zum nächsten Mal. Gut. Dann, genau, bis zum nächsten Mal. Das habe ich jetzt das 4. Mal gesagt. Bis dahin, macht's gut.